Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Trine 2 mit Chojin und Gedwin Mod. Wir sind in einer absolut fantastisch gestalteten Welt. Ja, Strand, Palmen. Nein. Den habe ich schon mal gehabt. Ja, und der hat noch Begleitschuss. Halt, ich brauche meinen. Ah, cool, mein, guck mal. Ich kann die verlangsamen mit den. Also ich bin keine wirkliche Hilfe da oben. Diesmal doch. So, wo sind meine Jungs? Ich hole mal Verstärkung. Zauberer-Power. Und hopp. Komm rauf. So, ich gehe mal vorne. Und mach dem ganzen Treiben ein Ende. Super. Mistkerl. Ja, so einen hatte ich schon mal. Den hast du nicht mitbekommen. Bleibt es? Ja, bleibt. Da oben komme ich nicht dran. Da hätten wir jetzt mit Kisten arbeiten müssen. Wollen wir? Nee. Ja, komm. Weiter. Schaffen das Level noch in dem Video. Aber da oben, da kommst du wahrscheinlich hin. Ach, da brauchst du den Krieger. Warte, ich krieg's mal weg. Hä, ich kann hier... Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Um das zu kaputt zu hauen. Korrekt. Huch! Ich bin runtergefallen. Sehe ich wenigstens mal, was hier unten ist. Ja, das war gar nicht so schlecht, dass ich runtergefallen bin, weil wir hier noch an eine Fiole kamen. Da hinten ist noch was. Warte, mein Freund. Dann mache ich dich hier weg. Shit. Und mach dich hier weg. Was hast du gesagt mit anderen? Na, so. Warte. Man muss den so nehmen und den so drauf. Du kannst mit dem linken Analogstick die Sachen drehen. Ja, ich weiß. Deswegen. Aber ich stehe blöd. Aber wir können erstmal da hinten die... Das... Na, da rinde kannst du erstmal noch hüpfen. So ganz rinde, versteht? Ja. So, und dann mache ich hier drehen. Bringt das irgendwas? Ja, da kommen wir sehr wahrscheinlich hier hoch. Sehr gut. Aber ich nicht, weil ich natürlich dummerweise falsch stehe. Ah, shit. Blöd. So, jetzt aber. Warte. Ich drehe schon. Plopp. So, kurz abwarten. Bis das Teil darüber kommt. Ach so, Entschuldigung. Mein Fehler. Okay, da ist wieder so ein Teil mit Spikes. Das muss hier rüber. So sieht's aus. So, dann kommen wir her. Und weiter. Vorsicht. Oh, okay, da war eine Brücke, die ist eingestürzt, als ich drauf ging. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann mache ich das nicht. Ja, aber was macht man da? Komm ich nicht weiter. Oh. Da unten kann ich aber nicht hauen. Okay, da ist ein Piranha hinter mir her. Ich sollte mal schnell hier wieder auftauchen. Ich habe gleich keinen Sauerstoff mehr. Nee, da habe ich keine Chance da unten. Ich höre schon wieder. War das gerade nicht ein Zwischenboss? Jetzt ist es ein Standardgegner. Warte mal, da oben war noch jemand, oder? So, der liegt schon. Nee, der ist noch da oben. Der lebt immer noch. Eieiei. Mistkerl. Komm nicht anständig rauf. Jetzt haben wir ihn. Jetzt hätte ich ihn. So, wie sieht's hier unten aus? Hier geht's schon wieder runter ins Wasser. Scheint aber nichts zu holen zu sein. Wie komme ich hier rüber? Ups. Ohne dass mich. Hier ist so ein blödes Teil. Au. Oh, hier stirbt man doch eindeutig, wenn ich nicht immer zu hoch springe. Au. Ach,
shit. Du müsstest ja ständig springen. Wenn ich das schaffe, halte ich für ein Gerücht. Du könntest den Schild nutzen. Der Schild hält dir auf. Ah, shit. Achso, ich kann ja rüber und rüber. Ja, ja, ich verstehe die Problematik. So, gut. Ja, ich kann mit den Schilden, du kannst dich rüberschwingen, oder? Bitte? Ich glaube, ich komme nicht weit genug. Shit. Nö. Schade. Au, au, au. Ja, dann probiere ich einfach mal den Schild. Achso, jetzt hat mich der von hinten. Ah. Oh, das hast du sehr gut gemacht. Awesome! So. Was machst du? Nach oben Sprung und sofort Stopp. Awesome, sag ich mal. So. So, hier hauen wir jetzt das hier drauf. Oder mit? Ja, sehr gut. Oh, Vorsicht, das brennt. Ja, genau, lass das mal da oben, das explodiert gleich. So, ich wollte eigentlich explodieren. Schade. Wer? Schöner gewesen. Uiuiui. Okay, jetzt geht's los. Wie kommen wir da hin? Also ich sehe schon mal, da hinten können wir eine Wand kaputt schießen. Warte mal, ich muss mal hier rauf, damit ich einen Überblick bekomme. Ah. Wenn ich die doch mal treffen könnte da hinten. Was haben wir denn? Können wir irgendwas... Ah, so, die Wand ist schon mal auf. Gut, dass du die Explosivpfeile hast, muss ich sagen. Ja, wenn der Krieger tot ist, ist echt ein Problem sonst. Genau, das meine ich damit. Also, ich sehe, dass da rechts Spikes sind in der Wand. Ja, aber dann... Ach so, ich wollte sagen, dann switch ich mal um. Oder warte mal, ich kann ja trotzdem einen, kann ich. Kannst du als Zauberer das Teil bewegen, was sich dreht? Kannst du das festhalten? Nee. Nee. Okay. Und wenn ich da was drauf mache, ne, da ist so eine Kiste hier, dann macht's mir natürlich kaputt. Mm. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Mm. Wir können rüber. Gerade dann, also ich müsste eigentlich die Kiste hin, wenn. Achtung, was habe ich? Mache jetzt die Kiste hin und du musst dann. Ja, nee, keine Chance. Vielleicht können wir Kisten zwischen dieses Zahnrad klemmen da unten. Ja, ich habe schon probiert. Du meinst genau dazwischen hier, ne? Hier, zwischen das untere. Da unter der Flammen drunter, genau da, wo es jetzt drauf knallt. Dass das sich nicht weiter dreht oder so. Noch runter. Ach, Moment mal. Nee, ich habe gedacht, vielleicht kann ich ganz gut. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Probier ich mal. Jetzt. Du kannst keine Plane machen, oder? Ja, genau, so. Das geht nicht, ne? Vielleicht doch. Vielleicht wenn die zwei hintereinander. Ja, ich muss noch schneller sein. Mit Kisten bauen vielleicht. Kannst du, wenn die, wenn diese Kanone, die das Feuer spuckt, wenn die waagerecht ist, kannst du dann eine Kiste auf die Mitte davon drauf tun? Dann springe ich einfach da drauf und eins weiter. Genau. Shit! Shit! Ja! So ähnlich habe ich es mir gedacht. Jetzt bist du allein. Aber das muss, das, also ich finde immer noch die Idee hier, ne, ne, halt, das ist gut hier unten, nein, nein, nicht zu bröseln. Warte mal, die Idee finde ich noch nicht so schlecht. Bleib mal unten. Geh mal nicht kaputt, bitte. So. Achso, die Kiste, ich wollte gerade sagen, ich bin kaputt. Ich nehme immer wieder die Kiste, vielleicht nicht. Ich möchte eigentlich was bauen. Keine Chance, keine Chance. Oder wenn ich das... Nein, fällt mir nichts ein. Muss ich weit zurück? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, das ist ja blöd. Oder töten. Vielleicht sind wir dann genau an der Stelle neu. Hm. Oder versuchen drüber zu kommen. Kannst du auf die drauf springen? Ah, du kannst einfach auf die drauf springen. Und ich hätte mir nur da drüben eine Kiste hinbauen sollen. Ah, noch lebst du. So. Nicht mehr lang. Wenn du nach links springst. Jetzt. Kannst du denn links rausspringen? Ja, Tatsache. Und wir haben Level Up. Ein Punkt. Wo setze ich den denn jetzt rein? Monster schweben lassen als Zauberer. Ja, Wahnsinn. Ja, komm, kauf den einfach mal.
Wieso kann ich denn eigentlich das hier ran? Ach doch, dann. Und wenn der jetzt nicht kaputt geht. Doch, gut. Naja. Oh! Oh, das war nett. Nicht viel, ne? So, jetzt aus. Genau. Ja, müsste man zu zweit machen. Dass wir. Dass der eine zaubert im richtigen Moment die Kiste da dran. Ach nee. Okay. Ach so, warte. Das Spielchen kennen wir. Das haben wir schon mal gemacht. Da fällt mir gerade ein, ich könnte ja hier auch ein paar Eispfeile anbringen. Ein paar Eispfeile. Au, 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 au. Okay. Ja, und schon war ich wieder tot. Das haben sie ja gar nicht so schlecht gemacht, ja. So, jetzt sind wir wieder hier. Ne? Ich habe gedacht, du bist gerüstet. Ja, du musst im Endeffekt jetzt nur springen und ich tue im richtigen Moment die Kiste machen. Moment. Ach einfach so, ja. Rechts rüber springen. So, gleich geht's los. Oh, das hat doch geklappt. Jetzt müssen wir dasselbe Spielchen umgekehrt machen. Jetzt kannst du wieder erstehen hier. Ach so, wenn ich sterbe, meinst du? Ja. Achso, ich bin. Ah. Ja, oder so. Da muss ich mich umbringen lassen irgendwo. Ist egal, ne? Jo. Nein! Ich fange auf der anderen Seite an. Echt? Dann hat das gleich hergezappt. So. Du bist der Einzige, der lebt. Ich guck dir zu. Ja, ich werd. Du hättest da an den Kontrollpunkt warten müssen, glaube ich. Ja, aber wir sind ja dann eh wieder am Kontrollpunkt. Was ist denn das? Ach, da brauchen wir wieder deine. Wie gesagt, wir sind beide tot. Und ich auch. Okay. Aber dann sind wir ja wieder. Ich hoffe, wir sind über diese Stelle drüber. Genau. So sieht's gut aus. Das wollte ich. Das war mein hinterlistiger Plan. Klatsch. So, und du? Ach ja, aber wie geht's hier weiter? Ah, hier ist eine große Muschel. Da sind ein paar Teile drin. Ich kann leider momentan schlecht. Ja, ich mach das telepathisch. Ah, nee, das ist ja gar keine Elfe, ne? Die. Ja. Zeichensprache der Dieben ist das. Ja, hier ist was zu. Ach, da oben. Das Wasser und die Sonne. Ja, aber, ach, du musst mal Floß. Du musst wahrscheinlich ein Floß bauen. Ah, genau. Und dann kannst du die da oben kaputt schießen. Ja, das ist so meine Idee. Na, ah, super. So, Batsch. Pass auf, dass dir nicht auf den Kopf fällt. Achso, ich bin wieder rangestoßen. Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir da hoch sein wahrscheinlich, oder? Was haben wir da gekonnt? Ah, toll. Jetzt ist die Kiste weg. Oder wir müssen hier im Wasser was weitermachen. Ja, hier rauf kommen wir auch nie. Achso, Kiste. Kiste? Naja, das wird. Das wird. Ich pass dir mal ein bisschen auf. Nee, du brauchst noch eine. Das ist doch Murks. Na, wir könnten auch. Wir können auch eine Blanke da oben ran machen. So, eine. Stehst du? Eine Blanke. Bei zwei geht es ja nicht aus. So, eine Blanke? Blanke? Oder so. So, jetzt haben wir hier zwei Teile geholt, aber mehr können wir hier sowieso nicht machen. Also ziemlich sinnlos. Ich glaube, wir müssen hier tauchen. Aha. Wir können hier drunter durchtauchen. Huch. Ach so, na, das mache ich noch, wenn ich schon mal drin bin. Auch wenn ich meinem Spring ins Feld hier habe. Ah, hier sind irgendwelche komischen. Aua! Hier sind so komische Schlangen, Unterwasser, Aalwesen oder was auch immer das ist. Na, dann werde ich mich auch mal mit beschäftigen. Okay. Ich tauche mal unter wieder. Ich glaube, das ist ein Bossgegner und das sind einfach nur Fangarme von dem. Ich brauche hier auf jeden Fall deine Hilfe. Ich bleib einfach mal hier im Wasser, bis du kommst. Boah, boah, boah. Was ist das? Ach, das ist nur zum Luft holen. Ach, du bist unter der Brücke, ne? Da war ich eben auch. Da war eins von den blauen Teilen. Geck. Au, au. Ja, jetzt weißt du, was ich meine. Und ich glaube, das sind nur kleine Fangarme von dem Vieh, was hier oben ist.
Ah, okay. Dann zepp dich mal hier hin. Zu oft. Ich glaube, das ist nämlich ein Bosskampf. Also ich sehe auf jeden Fall links eine Truhe. Mhm. Jetzt haben wir natürlich einen Krieg halt, ne? Aber brauchen wir den? Ich habe keine Ahnung. So, ich spring mal hier zu der Truhe. Ein Sammlergericht. Meine Schwester ist süß und sie ist so fein. Aber sie ist nicht stark. Ich sollte Königin sein. Ah. Nicht nett. Die Habgier. So, jetzt kannst du rüber. Ja. Hab da was gebaut. Dann komm ich jetzt auch. Na, komm her, mein Freund. Ich probiere mein Glück. Ist das nein. Sicher? Ach, das ist nicht sicher, ich weiß. Tut mir leid. Ah nein, jetzt ist er wieder drunter gefallen. Oh, ich hab so schön hingebaut. Ja. Sehr schön. Hopp. Super schön. Hopp. Raumhab. Ach halt, warte, das können wir noch verschlagen hier. Ach nee, wir haben keinen Krieger. Warum habe ich keinen Krieger? Du bist gestorben bei Unterwassertauchung und wir hatten noch keinen Kontrollpunkt. Ja, aber ich glaube, so, hier rechts dann. Kommt einer und dann hast du ihn ja wieder. Ja, aber jetzt brauche ich ihn nicht. So, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ah. Halt nicht runterfallen! Oh, ist er grad noch gekommen. Machst du wie immer sehr elegant. Aber was müssen wir jetzt machen hier? Also wir halten einen schon mal auf, indem ich mich hier dranhänge. Siehst du das? Das heißt, der linke Schuss kann dich nicht treffen. Jetzt musst du irgendwie da rechts rüberspringen. Am besten mit dem Ritter, weil du kannst ja dann das Schild aufbauen. Oder? Da hast du wenigstens einen Schutz. Achso, halt. Entschuldigung. Was ist denn da unten noch? Nichts mehr, ne? Ich habe keine Ahnung. Ach, du warst noch gar nicht unten. Nee. Oh, oh nein! Hat doch ganz da gut geklappt. Vor. Frage ist, wie komme ich nach? Ja, das werden wir uns dann bei gegebener Zeit. Ja, okay. Bei gegebener Zeit überlegen. Achso. Au. Warten darf ich da hier, ne? So, pass auf, ja, nochmal überlegen. Jetzt. Jetzt. Och, du große Güte. Ja, dann komm mal nach. Ja. Okay. Ja, das hat nicht geklappt, aber. Soll ich hier irgendwas herbauen? Ich sehe überhaupt nichts da oben. Ach, okay. Geschafft. Da komme ich nie durch. Da brauchen wir etwas Timing. Etwas Timing? Hallo? Ist schon immer bei Skyrim ein Problem, da durchzukommen. Und da habe ich noch. Da habe ich ja noch tödliche Fallen gemacht, sodass ich bei einem. Au! Was ist denn das für ein Timing hier? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Gott. So, das sieht hier nach Finale aus. So. Traumhaft gemacht. Das was ist das? Können wir das aufschießen? Sieht so aus. Au, oh, das Wetter schlägt um. Stürmische Nächte. Boah, wie der Zauberer seinen Hut hält, ne? Zeig mal. Damit er eben nicht. Was für ein schreckliches Wetter. Ah. Ah, das ist ja schön. Ach, ja, oh. Sieht cool aus. Die Wassereffekte ist super. Oh! Der ach, ist ja böse! Jemine! Oh, der hat ein Schild. Ja, aber. Gegen meinen Hammer. Keine Chance gegen den Hammer. Mjolnir. Halt Thors hier. Hammer. Ja, ja, stimmt. Hier als Bogenschütze echt nicht viel reißen. Boah, ich bin irgendwie überfordert gewesen. Ist ja cool. Ist ja, ich brauche trotzdem, entweder du brauchst deinen explosiven Pfeil oder ich meinen Krieger. Ach nee, ich hab ja mal. Der Krieger ist wieder da. Hier ist ein Kontrollpunkt gewesen. Okay, also da gab es nicht mehr viel zu holen. Also werden wir wohl hier weiter müssen. Zappen wir uns mal darüber. Da müssen wir durch. Auf geht's. Und hier hätten wir auch das ganze Ding in die Luft sprengen können. Ja, und der Mistkerl hat uns da runterputzen lassen. Der Schalter macht gar nichts. Es klingt, als ob die Zahnräder festsitzen würden. Ach ja, sehe ich. Also jagen wir das mal in die Luft da.
Wahrscheinlich müssen wir das da wegsprengen. Krawümsche! So, wie kommen wir jetzt da hoch? Warte, ich geh jetzt wahrscheinlich mit dem Zauberer. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, aber das wird nicht ausreichen. Noch eine Kiste. Ich hab da mal kleine gebaut. Gehst du wohl weg? Entschuldigung. Ich glaube, jetzt müsste der Schalter gehen. Kann das sein? Achso, ja. Kann ich probieren. Weil die Kiste da weg ist. Hab ich noch irgendwas in die Luft gejagt? Ich bin zwar von Felsbrocken erschlagen worden, aber es scheint den Zauberer nicht sehr zu stören. Oh, eine Bibliothek. Da muss ich erst was lesen. Tut mir leid. Als Zauberer. Die Geburtstagsfeierlichkeit. Der will nichts lesen. Leider wurde sie von Prinzessin Rosabelle gestört. Ich schaff noch nicht mal eins. Oh Gott, was ist denn das? Voller Scherz. Isabelle bekam ein goldenes Kleid, ein Diamantendiadem und Seidenhandschuhe. Okay, Achtung, und Prinzessin jetzt. Rosabelle bekam ein silbernes Kleid, eine Mondsteinhalskette und Spitzenhandschuhe. Soweit, so schlecht. Hattest du den Text hier nicht zum Lesen? Nö. Ich hatte hier an dem Buch lesen können. Entschuldigung. Nee, macht ja nichts, aber hast du dann verpasst? Es sei denn, wir wechseln nochmal. Du könntest dich wieder hochhangeln, indem du die Frau nimmst, nämlich da Holz. Nee, okay. Ich bin zufrieden, dass ich hier bin. Okay, dann müssen wir aber jetzt hier trotzdem nochmal einen Break machen, weil 20 Minuten wieder rum sind. Achso, ja, das passt ja perfekt, ne? Hier ist ja Kontrollpünktchen. Bis demnächst. Ciao.